Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Fast auf den Tag genau vor 400 Jahren begann mit dem Bruch der Religionsfreiheit der Auftakt für einen der schlimmsten Kriege in Deutschland, dem 30-jährigen Krieg. Am 23. Mai 1618 mit dem sogenannten Zweiten Prager Fenstersturz als Antwort darauf, dass den protestantischen Landständen in Böhmen die Katholiken aus Wien die Religionsfreiheit mehr oder weniger entzogen hatten. Es war der Auftakt zu einem grässlichen Krieg, der ein Drittel der Bevölkerung des Heiligen Römischen Reiches auslöschte. Ein Drittel. Und dieser Krieg war geprägt und dann unbeherrschbar aus der Unbedingtheit, die aus der religiösen Gegnerschaft entstanden ist. Herfried Münkler hat in seiner faszinierenden Beschreibung und Analyse des 30-jährigen Krieges genau erklärt, was damals passiert ist, und er formuliert: Und dieser 30-jährige Krieg ist zugleich eine Analysefolie für das, was in heutiger Zeit stattfindet. Und er sagt: Auch heute sind wir wieder auf dem Weg, dass aus der Unbedingtheit der religiösen Überzeugung schreckliche Kriege entstehen und auch schon da sind, beispielsweise in der ganzen Region, in Syrien, in Irak. Aber nicht nur in diesen Regionen, sondern wir sehen eine Entwicklung, wo man fast deprimiert sagen will: Hört es eigentlich gar nie auf? Und wie auch im 30-jährigen Krieg kommen neben den religiösen Überzeugungen natürlich auch noch Interessen dazu. Aber die Interessen werden nicht definitiv formuliert, sondern sie werden hinter den religiösen Überzeugungen versteckt. Und da haben wir Entwicklungen beispielsweise in Indonesien, in einem Land, das als Demokratie geprägt war, in dem die wenigen Christen, 3%, mit den Muslimen problemlos zusammenlebten, bis jetzt in jüngster Zeit der arabische Islam die Strukturen dieser Gesellschaft mehr und mehr versucht zu übernehmen, mit entsprechenden Konsequenzen. Und viele moderne Muslime in Indonesien mir erzählen, dass sie Sorge haben, dass diese Unbedingtheit, die ja schon auf der Hauptinsel Java die Scharia hervorgebracht hat, ihr schönes Land mit und ihre Gesellschaft zerstört werden könnte. Da haben wir eine schlimme Situation in Pakistan, die keinen Tag besser wird. Und bis zum heutigen Tag, als ja Bibi nach wie vor im Gefängnis sitzt, kleine Kinder auch im Gefängnis, nicht freigelassen wird, obwohl die halbe Welt dafür wirbt. Oder wir haben eine neue Entwicklung in China, die von der chinesischen Regierung mit dem Stichwort Sinisierung der Religion vorangetrieben wird, mit der neuesten Entwicklung in einer großen Provinz, wo man nicht weiß, war das vorauseilender Gehorsam oder ist es die neue Strategie, ein Papier herausgegeben wurde an alle Menschen in dieser Region mit dem Hinweis: Kinder unter 18 Jahren dürfen nicht mehr in religiöse Veranstaltungen mitgenommen werden, denn sie seien in diesem Alter noch nicht urteilsfähig. Und die Eltern werden angehalten, die Kinder nicht in Liebe zur Religion, sondern in Liebe zum Land, zur Wissenschaft und zum Fortschritt zu erziehen. Und den Eltern wird geraten, wer es gut meint mit seinen Kindern, solle auch keine Kirchen und religiöse Einrichtungen mehr besuchen. Die Beispiele ließen sich fortsetzen. Und aus diesen Beispielen wird deutlich, dass, wenn Religionsfreiheit nicht gewährleistet wird,
Frieden in einer Gesellschaft nicht möglich ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wenn wir den Blick zurückwerfen, Münkler liefert ja nicht nur eine Analyse des 30-jährigen Krieges, sondern er weist auch darauf hin, wo das oder wo die Lösung liegen könnte, indem er auf den Westfälischen Frieden hinweist, der zumindest im Grundsatz die Religions- und Gewissens- und Überzeugungsfreiheit formuliert hat. Und mit diesem Westfälischen Frieden wurde der 30-jährige Krieg beendet. Und deswegen bleibt es dabei, alles Gerede, das hin und her auch stattfindet in unserer Welt, ohne Religionsfreiheit werden die schweren Konflikte, die wir auch jetzt im Orient haben, nicht beendet werden können, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und was können wir, es wird immer wieder gefragt, was können wir beispielsweise für die Lösung dieser Konflikte beitragen? Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir sind das Land der Religionsfreiheit. Aufgrund tragischer Erfahrungen, die wir gemacht haben, sind wir das Land der Religionsfreiheit. Und wir können deshalb schon unseren Beitrag dafür leisten, dass wir sagen, ein zentrales Thema von Gesprächen in dieser Region, aber auch in anderen Teilen, muss sein, dass wir Religionsfreiheit einfordern, dass die Unbedingtheit nicht weitergeführt wird. Und es heißt natürlich, dass die Religionsfreiheit in allen Ländern gewährleistet sein muss und dass wir deshalb darauf pochen und dass wir natürlich auch auf die guten Beispiele hinweisen müssen. Es ist geradezu ein Jammer, dass in einer Region, die die Wiege des Christentums war, Christentum immer weniger stattfindet. Und da ist ein Blick natürlich auch auf die Türkei. Die Türkei, Kappadokien, eine Wiege der Christenheit, sind nur noch wenige Christen. Aber selbst diese wenigen haben kaum noch Chancen, religiöses Leben in der Türkei darstellen zu können. Und da, finde ich, muss eben der Satz gesagt werden, ausgehend von der Situation in unserem Land. So wie wir ganz selbstverständlich Muslimen die Möglichkeit geben, und dafür treten wir auch ein, ihre Moschee bauen zu können und darin beten zu können als Teil der Religionsfreiheit, verlangen wir, dass die Christen ihre kleinen Kirchen in der Türkei auch bauen dürfen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und für diese Forderung der Religionsfreiheit muss unbedingt sein, nicht die Unbedingtheit der einzelnen Religion. Und das könnte unser Beitrag sein, indem wir dies immer wieder einfordern, wo wir auch sind. Die Religionsfreiheit ist das wohl bedeutendste Menschenrecht überhaupt, weil es den Menschen über seine irdische Existenz hinaus verweist. Und deswegen finde ich es gut, dass wir einen Bericht der Bundesregierung bekommen haben. Ich finde es großartig, dass wir uns in der Koalition haben darauf verständigen können, einen Beauftragten für weltweite Religionsfreiheit zu installieren mit Markus Grübel. Und ich finde es gut, dass wir die Zusage haben, nun regelmäßig Berichte zu bekommen, einfach um einen Beitrag dazu zu leisten, dass der Friede in dieser Welt größer wird. Er wird nur größer, wenn die Religionsfreiheit mehr und mehr wieder zu einem wichtigen Thema, zu einem wichtigen Grundsatz wird. Herzlichen Dank. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Volker Münz, AfD.